Tag Nummer 19, Türchen Nummer 19, dementsprechend, was wir jetzt aufmachen. So, 19. Ah, das, was ich gestern vermisst habe, kommt heute, und zwar die zwei Propellerchen. Und auch hier gibt es eine Schraube. Ich nenne sie einfach mal Kingpin-Schraube dazu. Und zwar sehen die so aus, und es gibt diese zwei Propellerchen dazu. Die werden einfach nur verschraubt. Und zwar werden die hier in dieses Teil gesetzt und von oben verschraubt. Das heißt, ja, gibt eigentlich keine Einbaurichtung, einfach nur dazwischen gesetzt. Hier einfach nur dazwischen gesetzt und von oben die Schraube rein. Mehr ist das nicht. Ja, Loch in Loch muss natürlich hier übereinander stimmen, das ist klar. Ja. Also erstmal vorschrauben. Erstmal die Schraube ohne den Propeller reinschrauben. Wenn ihr das habt, dann haben wir schon mal eingesetzt. Und wenn ihr das habt, dann festmachen. Also beziehungsweise dann wieder rausmachen die Schraube. Propellerchen dazwischen. So, dazwischen. Und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Ja, also sollte. So. Ja, geht zumindest jetzt besser. Also ruhig die Schraube zuerst versuchen reinzuschrauben, dann schon mal ein Gewinde ansetzen. So, dann darauf achten, hier muss natürlich alles leichtgängig gehen. Ich muss jetzt hier meine Schraube wieder rausmachen, die ja so halb magnetisch ist hier. Und bevor ich jetzt hier den zweiten Propelleransatz sah, dann versuche ich jetzt auf der anderen Seite auch nochmal ein Gewinde zu schneiden. Wichtig ist hier, dass sie die Schraube wirklich gerade ansetzt und gerade nach unten, also gerade schraubt, damit ihr auch wirklich genau drin sitzt. Hier, die müssen sich auch hier oben ganz leicht bewegen lassen. So, und damit bin ich jetzt mit dem Schritt Nummer 19 fertig.